Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier mein XXL Favoriten 2019 Video für dich am Start. Du siehst, wie lang es geworden ist, also, ne? Weißt du Bescheid. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Video wird es auch eine Verlosung geben und ich sitze noch etwas weit weg, weil mein ganzer Tisch ist voll. Da liegt noch ein Haufen, denn ich habe hier meine gesamten Beauty-Favoriten aus 2019 zusammengeholt. Aus dem ganzen Haus, also im Prinzip, ne? Auch aus meinem Kleiderschrank. Es ist so, dass ich in 2019 mich sehr viel durchprobiert habe und sehr viele verschiedene Produkte verwendet habe und testen durfte. Und ja, hier ist jetzt tatsächlich die Creme de la Creme. Und ich bin sehr gespannt, ob du vielleicht auch genau die gleichen Favoriten hast oder wie auch immer. Schreib mir doch sehr, sehr gerne deine Favoriten unten in die Kommentare. Würde ich mich total drüber freuen, das zu lesen, was dein Favorit ist. Und vielleicht kannst du mich da auch animieren, dass ich mir das mal nachkaufe und teste. Vielleicht mache ich da sogar ein separates Video von. Mal gucken. Und ja. Ich quatsche nicht allzu lange, ich fange einfach an. Heute habe ich übrigens keine Extensions drin, ne? Das sind tatsächlich meine eigenen Haare, die aber aufgrund von, sie sind furztrocken, sehr voluminös wirken. Tatsächlich. Okay, ich fange jetzt einfach mal mit dem sperrigsten Teil an, was hier gerade vor mir steht. Und zwar ist das mein Sigma Pinselbaum. Also ich verlinke alles, was ich verlinken kann, unten in der Infobox. Aber ich glaube, so groß ist die Infobox gar nicht. Den finde ich einfach großartig. Das ist der dreistufige. Finde ich klasse, finde ich super toll, finde ich riesengroße Erleichterung. Schont dir die Pinsel und lässt sie 1A trocknen. Das stelle ich einfach so ins Fenster und das sieht sogar fast dekorativ aus. Und wenn du oben dann auch oder hier immer so Pinsel dran hast, dann kannst du hier sogar auch noch die Schwämme mit drauf trocknen. Also dementsprechend geiler Baum. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ist das für mich ein riesengroßer Helfer. Steht übrigens hier immer an der Seite an meinem Fenster. Da vorne ist nämlich ein Fenster. Ja, dann mache ich jetzt mal mit ein bisschen Pflege weiter. Und zwar Norvel Abschminkpads. Richtig geiles Zeug, muss ich wirklich sagen. Die habe ich lieben gelernt. Ich benutze keine Abschminkpads mehr für mein Gesicht. Also da habe ich wirklich eine enorme Einsparungen machen können, sowohl finanziell als auch tatsächlich mülltechnisch. Ne? Also das sind einfach welche, die sind so grau, das heißt, sie verfärben dir auch nicht, was ich super freundlich finde. Du kannst hier mit den Fingern reingehen, hast hier hinten quasi eine kürzere Seite für die Lasche und dann kannst du die ordentlich verwenden. Also richtig geil. Mir reicht ein einziges Abschminkpad für beide Augen. Also auch wenn ich mich heute abschminke, brauche ich nur ein Pad und ja, dann die Lippen mache ich auch, nachdem ich das kurz ausgewaschen habe und das Gesicht wird dann unter der Dusche gereinigt. Also geiles Zeug, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ich weiß gar nicht, wohin mit den Sachen, weil der Tisch ist so voll. Ja, nach hinten. ja, dann habe ich noch ein bisschen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, Clinique All About Eyes. Das ist meine absolut heiß geliebte Augencreme. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber ich finde sie einfach geil. Ne? Also die hatte ich jetzt auch Gott sei Dank in mehreren Adventskalendern drin. Ich habe es hart gefeiert. Das ist eine wundervolle Creme, die einfach, ach, die ist einfach so schön. Huch, die ist jetzt noch original und neu gewesen. Ach, die riecht gut. Die hat eine ganz besondere Konsistenz. Also wenn du die auf deine Augen gibst, das fühlt sich an wie Samt. Das ist so, so schön. Und ja, ne, also richtig, richtig, richtig toll. Habe ich dann ja auch zum Geburtstag von der lieben Marie mehrfach geschickt bekommen. Also auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ach, auch, dass ich so viele Leute kennenlernen durfte dieses Jahr. Das ist für mich ein Mega-Favorit. Aber es ist kein Beauty-Favorit. Wobei wir uns ja über Beauty kennengelernt haben. Also doch, doch, ihr seid meine Favorit. Ne? Ich wollte den Daumen nach oben machen, während ich mache, aber ja. Gut, ne? Ein geiles Produkt, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Man kriegt auch immer mal wieder Tester mit dabei, wenn man so diese Goodiebags bei Douglas hat und so. Probier sie einfach mal aus, wobei, wenn du sie ausprobierst, du wirst wahrscheinlich drauf hängen bleiben. So, dann fuddel ich ja schon die ganze Zeit irgendwie an mir rum. Was auf jeden Fall Favoriten sind, ist das, was ich trage. Zum einen diese Ohrringe von Alex Sascha, der kann eine Stimme von nahem zeigen, wie das aussieht. Mensch, da ist doch glatt der Akku leer gegangen. Genau, Ohrringe von Alex Sascha, die hatte White Swan Beauty, die liebe Jana, empfohlen. Sowohl diese Hängerchen als auch diese Stecker finde ich klasse. Und wo du schon mal so nah bist, kann ich dir auch meine Kette zeigen. Die habe ich von Amazon. Die kann ich auch mal versuchen, dir zu verlinken. Als ich das letzte Mal versucht habe, sie rauszusuchen, war sie irgendwie verschwunden. Aber ich suche dir die raus oder eine ähnliche, weil ich finde die wundervoll. Ja, jetzt gehst du mal wieder ein bisschen weiter weg.
So, ja. Schmuck habe ich hier noch weiteren. Daniel Wellington kann ich auch nur empfehlen. Steht unten in der Infobox verlinkt. Super liebe Leute. Habe ich ja die Kooperation mit. Und toller Schmuck vor allem. Ring, Armband, Uhr. Mega geile Kombi. Die haben so, so schöne Sachen. Austauscharmband kannst du dir immer wieder bestellen. Das ist so easy, das zu wechseln. Es ist 22:30 Uhr abends übrigens, wo ich dieses Video drehe. Jo, ansonsten, genau, das ist einfach da. Godido kann ich dir auch sehr empfehlen. Das ist ein Ring, den habe ich da mal gekauft. Da füllst du quasi Näpfe. Das ist ja auch in dem Sinne Beauty, weil die haben halt Schmuck, den du kaufen kannst. Und dadurch spendest du an Tierhilfsorganisationen. Sehr geil. So, und jetzt gehen wir mal über zu Kleidung. Den Pulli habt ihr, oder diese Sweatjacke habt ihr zuhauf bei mir auf dem Kanal immer mal wieder gesehen. Das ist die von Nakatano. Nakatano gibt es ja nicht mehr als Firma, aber ich bin ein absoluter Fan und habe mir da direkt noch ein paar Sachen, bevor die halt die Firma zugemacht haben, gesichert. Hey, gibt es auch immer noch bei Amazon, kannst ja gerne mal vorbeischauen, habe ich dir auch unten verlinkt. Dann trage ich jetzt hier auch gerade einen Top drunter. Das ist von Zara. Das ist von Zara. Habe ich auch in allen möglichen Farben. Also das hier ist jetzt tatsächlich hier in Grau 1. Das ist jetzt ein bisschen tief ausgeschnitten hier, Leute. Deswegen will ich jetzt nicht allzu nah ranzoomen. Habe ich auch in Rot, habe ich in Weiß. Ist ein super tolles Top. Ich meine, ich kann dir das auch hier oben zeigen, ne? So sieht es aus. Hat dicke Träger. Ist hinten nicht zu tief ausgeschnitten. Ne? Richtig geil. Ist vom Stoff her sehr seidenähnlich, würde ich mal so sagen, aber ein bisschen fester. Ich würde sagen, es ist 100% Polyester, aber ich habe die ganzen Schildchen rausgeschnitten, wo drin steht, was das für ein Material ist. Immer wenn ich eins quasi aufbrauche, kaufe ich mir direkt welche nach, weil ich die einfach großartig finde als Drunterziehtops. Oder halt für im Sommer als einfach so Top. Habe ich auch auf diesem Kanal schon mehrfach gezeigt und getragen, deswegen gehörte das jetzt auch mal mit ins Video. So, jetzt habe ich noch ein paar Kleidungsstücke, die du auch immer wieder in den Videos gesehen hast und die ich dir jetzt einfach mal zeige. Dieses Oberteil habe ich auch zuhauf getragen. Das habe ich in diesem mega geilen, grellen Melone-Ton und in Weiß. Da ist auch noch ein Haar von Sammy. Herzlichen Glückwunsch. Kommt von Styleboom. Ich weiß jetzt nicht, wo es diese Marke gibt, aber ich suche dir das mal raus. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist so ganz, ne, mit Fledermausärmelchen. Dann hat das hier drunter noch so ein eingenähtes Top und boah, das habe ich echt fast täglich getragen. Ich liebe dieses Teil. Dieses Top habe ich 2012, glaube ich mal, bei H&M gekauft. Finde ich großartig. Ich meine, diese Blumen, die dran sind, die lösen sich irgendwie in Wohlgefallen auf. Aber ich fand es einfach wunderschön. Ich mag die Farbe. Ich habe es auch noch in Grün irgendwie. Hat hier auch so ein eingenähtes Top mit drin. Ja, ne? Also ich finde es total schön. Es fällt toll. Es ist auch hier unten schön abgeschlossen, dass es hier nicht so runterflattert, dass es nicht aussieht, als hättest du so einen Hängebauch. Da habe ich auch das ein oder andere Oberteil mal gehabt, was mir nicht so gut gefallen hat. Hat einen schönen Stoff und hinten ist es halt so ein T-Shirt-Stoff, so ein dünner. Und ja, ne, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil ich das ja seit 2012 bei mir im Kleiderschrank habe. Aber es ist tatsächlich auch dieses Jahr wieder eins meiner favorierten Teile im Sommer gewesen. Ja, das ist klar, oder? Einer meiner absoluten Winterpullis habe ich dir auch unter so gut wie jedem Wintervideo verlinkt, dass es ja, mein Lieblingswinterpulli ist. Ich mag den Stoff einfach richtig gerne, weil der einfach schön dick ist, aber auch nicht zu dick. Das heißt, man schwitzt nicht direkt drin. Ich habe hier unten nicht so wirklich Schweißränder bekommen. Der hat super gesessen, eine super Armlänge, eine super Länge an sich. Style Dome ist hier die Farbe, ach Quatsch, die Marke. Und in S habe ich mir den gekauft. Hat bei mir super gesessen, also ne, da kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte den mal in Grau bestellt, da war irgendwie die, das Material ein bisschen anders, das war nicht so schön. Den habe ich dann zurückgeschickt, aber jetzt hier in Blau mochte ich und mag ich den richtig gerne. Ja, das habe ich euch auch schon in meinem Sommerfavoritenvideo gezeigt, deswegen gehört es auch in mein Jahresfavoritenvideo mit rein, dieses Kleid, ne, was ich von Orsay gekauft habe. Das ist einfach total super, du bist direkt angezogen, hast hier unten so ein bisschen fluffig das Ganze und ja, ne, hier kannst du dir das quasi um den Nacken machen, damit es hier auch hält und der Ausschnitt nicht rutscht. Also, ne, ich mag diese Puffärmelchen. Das war im Sommer einfach für mich so das perfekte Kleid und ich habe es unheimlich gerne getragen und freue mich schon auf Sommer 2020, wenn ich sie da tragen kann. Die Farben kannst du zu allem kombinieren. Du kannst da jede Art von Nagellack zu tragen. Also selbst dieser Nagellack wird da jetzt einigermaßen zu passen. Ja, jetzt der silberne Finger nicht so unbedingt, aber ne, es ist einfach schön und du bist direkt angezogen.
Ja, man sieht es, ne? Orsay und ich, wir sind ganz große Freunde. Diesen Rock habt ihr, glaube ich, in einem Video einmal gesehen, als ich mit Sammy zusammengedreht habe. Ja, von Orsay ist das einer, der müsste in der Größe M sein. Das sieht man jetzt aber hier nicht mehr. Der ist einfach, der ist so bequem und ich mag den Schnitt einfach, dass du hier oben diesen Gummizug hast. Das macht das Ganze sehr entspannt. Diese kleinen Blümchen da drauf, nicht verspielt, aber nicht zu kitschig und halt weiblich, aber nicht mädchenhaft. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr, sehr cool. Dann hier unten ist es so ein bisschen flatterig, aber auch nicht zu flatterig, dass er dir nicht wegweht. Also es ist total klasse. Dann hast du hier so einen Unterrock drunter. Ich mochte das einfach unheimlich gerne. Und ja, dann ist er hier so ein bisschen abgesetzt, dass es quasi hier so ein bisschen enger erscheint und hier unten dann so fallend ist. Ach, ich mach den gerne leiden einfach. Klassiker, oder? Ich meine, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, in wie vielen Videos ich diesen Pulli anhatte. Entweder in grün oder in rot. Adventskalender-Unboxing und Weihnachtspullover überhaupt. Ne? Richtig geil. Ich liebe ihn. Ich habe ihn dir auch, glaube ich, jedes Mal in der Infobox verlinkt. Das ist ein ganz, ganz toller Pullover, den man einfach, weiß ich nicht, den kannst du einfach geil im Dezember tragen, ohne dass irgendwer was sagt, finde ich. Und er ist so kitschig, dass er schon wieder schön ist, finde ich. Ja, eigentlich müsste ich dir jetzt auch mal eine Jogginghose zeigen. Die ist jetzt aber tatsächlich in der Wäsche. Ansonsten, ne, weil die habe ich auch zu fast jedem Video getragen, tatsächlich. Ja, selbstverständlich, ne? Dieses Kleid von Chiquelle ist ungefähr mein Kleid. Es ist so schön figurbetont, aber trotzdem bist du angezogen. Du siehst nicht zu heftig aus, wenn du dieses Kleid anhast. Sprich, es ist, weil es halt hochgeschlossen ist, wirkt es nicht so, als würdest du jetzt irgendwie zu anzüglich wirken wollen. Also konnte ich das auch sehr, sehr gut auf der Arbeit tragen. Es hat lange Ärmel. Der Stoff ist halt so ein bisschen von dem Muster her ein bisschen biederer, dass es halt, wie gesagt, nicht zu anzüglich wirkt. Die Länge fand ich einfach perfekt für mich. Da konnte ich schön Stiefel zu anziehen, dann eine blickdichte Strumpfhose und fertig. 1A. Hinten mit den Knöpfen, ne, ist schwierig gewesen, weil mir da tatsächlich immer mein Freund reinhelfen musste. Ich kam nicht ohne Hilfe in dieses Kleid, also er musste halt die Knöpfe zumachen, aber das war okay. Und ne, ich mag das einfach richtig gerne. Allgemein die Mode von Chiquelle finde ich klasse und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich dort die Kooperation mit der Firma habe. Denn, ach, die machen einfach wunderschöne Kleidung und animieren mich immer mal wieder, was Neues auszuprobieren. Und bei dem Kleid habe ich wieder gemerkt, perfekt, mache ich gerne. Ja, und das letzte Kleid, was ich dir zeige, ist natürlich mein Lieblingswinterkleid, was ich getragen habe, ne? Das habe ich hier in Rot, das habe ich aber auch noch in Grau und in Altrosa quasi. Ich liebe es. Ich liebe diesen Schnitt, ich liebe diesen Kragen, ich liebe es, dass man das hier raffen kann. Ich liebe diese Länge, dass ich dazu einfach sowohl hohe Schuhe anziehen kann, wo man elegant mitwirkt, als auch richtig dicke Boots, dass man halt ein bisschen winterlich wirkt. Und ich werde dieses Kleid noch sehr, sehr häufig dieses Jahr tragen, weil der Winter kommt ja gerade erst und ja, damit bist du direkt gut angezogen. So, und weiter geht die wilde Reise. Ich habe hier von Barbour Ampullen die Hydra Plus Ampullen. Und die habe ich nicht nur, weil ich die Hydra Plus Ampullen von Barbour sehr gerne mochte dieses Jahr, sondern auch, weil ich dieses Jahr Ampullen für mich entdeckt habe. Ich habe vorher nie Ampullen verwendet, habe immer, wenn ich welche da hatte, sie weggegeben. Und jetzt dieses Jahr, ich meine gut, die Beauty-Industrie hat uns auch ein bisschen damit überflutet, aber habe ich es schätzen gelernt, wie gut Ampullen sein können und dass es ein sehr, sehr gutes Serumersatz sein kann, ein sehr guter Serumersatz für mal so zwischendurch. Nicht für permanent, weil da benutze ich sehr, sehr gerne Gesichtsseren, aber ja, als Serumersatz benutze ich das manchmal sehr, 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 sehr gerne, sehr ganz gerne. Okay, es ist spät, es tut mir leid. Genau, und der hat auch wirklich, diese Ampullen haben auch wirklich intensiv Feuchtigkeit gespendet und haben auch so einen leichten, ja, cremigen Ölfilm auf der Haut hinterlassen, der dann aber, nachdem man es einmassiert hatte, wundervoll eingezogen war. Und ja, hat schön Feuchtigkeit gespendet, hat mir richtig gut getan und kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ein Creme-Dusch-Peeling, was ich hier habe, was ich dir zeigen kann, was eins meiner Favoriten ist, ist natürlich dieses hier von Dove. Da habe ich mehrfach dieses Jahr schon von geredet und ich muss es auch mal wieder unter meine Dusche stellen. Habe jetzt aber aktuell so ein Seifenstück
Peeling von Valoloco da liegen. Danach wird dieses Jahr aber bei mir wieder einziehen. Das ist das Creme Douche Peeling mit Macadamia und Reismilch. Ich finde den Geruch super, ich finde die Konsistenz super und ich finde die Wirkung super. Und ich habe noch ein paar davon da und ich freue mich sehr drüber, die demnächst wieder verwenden zu können. Etwas, was ich leider nicht hier habe, was ich aber sagen kann, ist von Fructis Garnier das Banana Hair Food. Das war so meine liebste Haarkur dieses Jahr. Richtig geiles Zeug. Kommen wir ein bisschen zu Nail Care, einfach mal so zwischendurch, würde ich sagen. Ich habe im Sommer ja umgestellt, dass ich halt nicht mehr meine Nägel machen lasse, sondern dass ich jetzt auch selber Nagellack verwende. Und da habe ich hier von Rival de Loup ein Nagelöl, einfach mal so als, als Anreiz dafür. Nagelöle habe ich dieses Jahr sehr, sehr gerne verwendet. Ich habe für mich erkannt, dass wenn ich auf meine Füße ein Nagelöl gebe, dass meine Fußnägel halt nicht so einwachsen, weil meine Nägel sind ja so rund und da hat man einfach das Problem, dass sie sehr nah am Nagelbett sind und man da einfach Probleme mitbekommt, wenn man ich ist. Manche anderen haben das auch und da kann ich halt empfehlen, ein Nagelöl zu nehmen und dann jeden Abend vorm Schlafen gehen einfach auf die Nagelhaut zu geben und dann ins Bett legen und schlafen und dann wirkt das entsprechend so, dass die Nagelhaut weicher wird und nicht einwächst, der Nagel. Ist sehr, sehr gut, kann ich echt empfehlen. Dann habe ich hier eine Nagelkombi stehen, die ich dieses Jahr sehr gerne getragen habe. Das Ganze fängt an mit dem Yves Rocher Base SOS Resisté. Das ist eine Basis für die Nägel, die ich mir aufgegeben habe. Ja, als Base Coat halt ganz normal. Darüber habe ich mir gegeben von Sally Hansen Miracle Gel Step 1 in der Farbe 370 Sugar Fix. Dieses wunderschöne Eisblau, das habe ich auch sehr, sehr gerne im Sommer getragen. Darüber habe ich mir von Miss Lynn Holoshine Nail Polish gegeben in der Farbe See You Soon. Das hat dem Ganzen einen ganz besonderen Schimmer verliehen. Hier scheint es jetzt sehr, sehr rosa in der Kamera, aber wenn man das so in echt gesehen hat, es war wie so ein Meereswehen von einer Welle, wie eine Welle, genau. Ja, es sah halt sehr, sehr cool auf den Nägeln aus, sehr mystisch. Und um das Ganze zu fixieren, habe ich hier von Maybelline Superstay einfach mal, Idee quasi. Ne? Den habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet, aber noch lange nicht so lange, weil der halt im Adventskalender drin war. Eine wundervolle Nagelkombi. Kann ich jedem ans Herz legen, der einfach mal ein bisschen Bock auf ein bisschen extra hat. Natürlich. Neutrogener Hydro Boost. Feuchtigkeitsgel-Gesichtsmaske zweigeteilt. Ich liebe sie. Ich habe sie mehrfach dieses Jahr verwendet und ich sage nach wie vor, das ist meine absolut liebste Maske. Natürlich habe ich auch sehr, sehr gerne Tuchmasken verwendet. Jetzt zum Winter hin habe ich mich auch immer mehr an Crememasken herangetraut. Aber das ist und bleibt meine Lieblingsmaske, definitiv. An diesem Toner habe ich jetzt tatsächlich noch ein paar Backups hier, Gott sei Dank. Lovely Skin Toner mit Manuka Honigextrakt von Paola Maria bei DM. Ich habe ihn gesuchtet, ich liebe ihn. Ich habe noch, ich glaube, 3 Flaschen hier von da und finde ihn einfach großartig und perfekt für meine Haut. Denn der ist bei mir wirklich nicht komedogen, das heißt, er verursacht bei mir keine Pickel. Ich habe wundervolle Haut damit. Dieser Manuka Honig funktioniert mit meiner Haut großartig und ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ein ganz, ganz, ganz toller Toner. Ich weiß nur nicht mehr, ob die den jetzt schon aus dem Sortiment genommen haben oder ob der noch drin ist. Ich weiß es nicht, aber wenn du ihn noch nicht getestet hast, dann teste ihn, wenn es ihn noch gibt. Ich werde immer wieder nach meinen Wimperlängen gefragt und wie ich das so hingekriegt habe. Natürlich verwende ich das ein oder andere Wimpernserum, was sich in meiner Nähe befindet. Ne? Und das wird dann drauf gemacht. Zusätzlich verwende ich aber immer, um meine Wimpern zu pflegen und um sie wirklich on fleek zu halten, damit sie auch wirklich das machen, was sie sollen, nämlich schön aussehen, ein Rizinusöl. Und da kann ich dir absolut dieses hier empfehlen. Das ist die Nummer 217 von Amazon, das Castor Rizinusöl, keine Ahnung. Ne? Mache ich mir in so Fläschchen, wo ich das abfülle und mache das wie eine Mascara auf meine Wimpern. Das mache ich zweimal die Woche auf meine Wimpern drauf. Genauso oft verwende ich auch ein Wimpernserum, was ich mir auf den Ansatz hier gebe, wie ein Eyeliner. Und deswegen kann ich dir das sehr empfehlen. Das ist ein gutes Produkt und es macht die Wimpern wirklich schöner. Also wie ein Öl pflegt es halt die Wimpern, weil wenn ich mir Haaröl reingebe, pflegt es auch meine Haare. Wenn ich mir Rizinusöl in meine Haare geben würde,
würden zum Beispiel auch so Babyhärchen zu normalen Härchen werden. Also würden quasi meine Haare besser nachwachsen. Aber dann hast du halt einen Ölfilm auf der Kopfhaut und das will ich jetzt nicht so unbedingt. Wenn man aber Probleme mit sowas hat, kann man sowas auf jeden Fall machen. Ja, das regt auf jeden Fall das Haarwachstum an. Dieses Jahr bin ich so ein bisschen weggegangen, nach und nach, von den Aluminium-Sprühdeos und bin hingegangen zu den Deos, die sich in Flaschen befinden, die man sprüht wie eine Parfümflasche. Da habe ich hier exemplarisch von Zeneo Aura dieses Deo. Passion heißt das. Das habe ich ja, zum Testen einmal zugeschickt bekommen. Habe ich auch ganz schön gut geleert. finde ich super, dass es überhaupt solche Produkte gibt. Und ja, ich verwende es sehr, sehr gerne. Und es ist ohne Alu, ohne Aluminiumsalze. Es ist ohne Alu als Verpackung. Es ist einfach ein gutes Deo, was mich trotzdem schützt. Und das finde ich großartig. Und ich möchte einfach weg von diesen Sprühdeos, weil die haben mir meine Kleidung zerstört, indem ich überall gelbe Flecken gekriegt habe. Teilweise waren die einfach auch so kalt, dass sie meine Haut irritiert haben, wenn ich zum Beispiel direkt nach dem Duschen ein Deo benutzt habe. Das hier kann ich direkt nach dem Duschen verwenden und es brennt nicht. Es ist einfach großartig, dass es solche Produkte auf dem Markt gibt. Ja. Eigentlich müsste ich dir jetzt die ganze Reihe von How Cosmetics zeigen, die ich dir auch jetzt in meinem Favoritenvideo nach und nach zeigen werde. Aktuell in Verwendung habe ich von How das neueste Produkt, glaube ich, was die haben. Indigo Child Meditative. Oh Gott. Soothing Cream. Das ist diese wundervolle Creme, die ich als Tages- und als Nachtpflege verwende und die meinem Gesicht einfach Leben gibt. Ne? Das ist so, so schön. Da habe ich schon einiges draus verwendet und die riecht so gut. Das ist so, ich lege mich auf eine Wolke mit ganz viel Blumen um mich drum zu. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Es wurde mir zugeschickt. Ich darf es hier testen und das finde ich wirklich schön. Wirklich sowohl als Tages- als auch Nachtpflege verwende ich das. Und das heißt, ich mache mir erst einen Toner drauf, dann mache ich mein Gesichtsserum drauf, meine Augencreme. Und dann kommt dieses Produkt. Und ich finde, danach strahlt meine Haut so richtig. Es ist ein anderes Strahlen als bei dem Primer. Bei dem Primer hast du ja so ein richtiges Leuchten oder einen richtigen Glow. Bei dem hier hast du so ein natürliches... Ich sehe gesund aus von der Haut. Also dementsprechend kann ich dieses Produkt voll empfehlen. Ich finde es geil. Es ist von der Konsistenz her so leicht. Also es ist wirklich wie so eine flüssige Geschichte quasi. Ne? Auch wenn ich das so auf die Haut drauf mache, das ist wie Wasser dann auf der Haut. Es zieht so schnell ein, aber es hinterlässt einfach so viel Schönes auf der Haut. Sieht einfach alles frisch aus. Also von daher, ne? Auf jeden Fall, die ganze Hau-Reihe ist bei mir eine absolute empfehlenswerte Reihe. Wir sind ja hier bei Beauty-Favoriten. Dementsprechend möchte ich dir natürlich auch ein paar Beauty-Kanäle vorstellen, die ich übers Jahr gesuchtet habe. Ja, ich schaue sehr viele YouTube-Videos. Wir schauen fast gar kein Fernsehen mehr. Und da möchte ich dir einfach mal ein paar nennen. Ein paar ist gut. Ich habe mir hier eine Seite in meinem Büchlein gemacht. Als erstes möchte ich dir die liebe Alina vom Kanal Frühlingsrolina ans Herz legen. Eine super witzige Frau, die coole Videos macht. Die Frau ist einfach eine coole Socke und ich habe sie richtig, richtig gerne. Ich habe sie noch nie persönlich kennengelernt, aber das holen wir irgendwann nach. Maxim Giacomo, das ist so ein guter Typ. Meine Herren, der kann sich echt geil schminken. Es ist ein super lustiger Mann, der sich selber sehr gut auf die Schippe nimmt und der einfach, ich glaube ihm das, was er sagt. Meine liebe Vanessa, Mrs. Rosaroth, ist so ein lieber Mensch. Also ich kenne sie ja auch ein bisschen, weil wir so geschrieben haben, wir haben ein Tauschpaket zusammen gemacht und sie ist einfach ein Herzensmensch. Ich habe sie einfach richtig, richtig, richtig gern. So, es ist so warm, wenn ich ihre Videos schaue, dann fühle ich mich, als wäre ich mit ihr zusammen in einem Wohnzimmer und sie wird mir einfach da ihre ganzen Produkte zeigen, sie wird sich mit mir zusammen schminken, sie wird mir so erzählen, was die Woche über bei ihr passiert ist oder sie zeigt mir so, was sie gerade bei DM gekauft hat. So ist das, wenn ich ihre Videos schaue. Also Vanessa ist einfach ein wundervoller Mensch und ja, jedes Video, was sie hochlädt, wird auch geschaut, selbstverständlich. Mindestens genauso geht es mir mit der lieben Jana, White Swan Beauty. Nicht nur, dass wir einen Adventskalender zusammen gemacht haben oder diverse Tauschpakete, also wir fühlen uns auch wie Schwestern im Geiste, das sagen wir einander auch immer wieder. Wir haben viel Kontakt über WhatsApp. Heute noch, heute ist der 30.12., habe ich ihr ein kleines Ständchen gesungen, denn sie hat Geburtstag. Ich kann euch nur empfehlen, einfach mal bei ihr vorbeizuschauen, denn sie macht alles mit Herz, mit Sinn und Verstand und sie macht es genau richtig. Genau, ja.
Frankas Favorites. Ich meine, wir kennen sie nicht, ne? Die ist mittlerweile riesig, meine Herren. Aber ich gucke diese Frau so gerne. Ich schaue ihr so gerne dabei zu, indem sie, sei es Drogerie oder High-End, mittlerweile mehr High-End, testet, reviewed, darüber spricht, wenn sie Boxen auspackt. Sie ist grundsätzlich begeistert. Also das finde ich großartig. Ohne Scheiß, ich finde es großartig. Sie hat ja mit ihrem Mann auch zusammen einen neuen Kanal gegründet, Franka und Paul. Auch den schaue ich richtig gerne. Da haben die so Essens, ja, Boxen, die unboxen, Foodboxen. Sie hat auch gesagt, die werden demnächst mal zusammen kochen, worauf ich mich irre freue. Ich finde es so geil. Alicia Marie, Ellie, hallo. Ich meine, ist doch klar, oder? Das ist die YouTuberin überhaupt, wenn es um Halloween-Tutorials geht oder allgemein um Make-up-Reviews. Und bei ihr merkt man einfach, wie viel Wissen dahinter steckt und wie viel Erfahrung. Und sie schaue ich einfach so als eine Art Lehrerin, mehr oder weniger für mich. Und ja, aber als coole Lehrerin. Wo wir mal beim Thema Lehrer wären, Sarah Isabel, Like Daisy in Spring. Das ist eine angehende Lehrerin tatsächlich, die studiert Lehramt, habe ich jedenfalls aus ihren Videos gehört. Das ist so eine ganz sanfte, also bei der denke ich mir wirklich, wenn ich ihre Videos schaue, ach ja, die packt mich in Watte und macht alles ganz vorsichtig. Also wenn ich so ein bisschen Ruhe brauche, wenn ich ein bisschen Liebe und Zuneigung brauche, dann schaue ich ihre Videos, denn sie ist so charmant. Meine Herren, ist sie charmant. Schaut sie euch mal an, ich habe alle Kanäle unten in der Infobox verlinkt. Also wenn die mal irgendwann Lehrerin wird, dann gehe ich nochmal zur Schule. Meine, ich sag mal Mentorin, es ist eigentlich Cindy Rosa 87 Lee. Also das ist diejenige, die das erste Tauschpaket mit mir gemacht hat, die mich von Anfang an unterstützt hat, die mir Tipps gegeben hat, Tricks und alles Mögliche, die mir Infos gegeben hat, wie ich überhaupt einen YouTube-Kanal gestalte, was ich zu tun habe. Nein, nicht was ich zu tun habe, aber so halt Ideen und Informationen hat sie mir gegeben. Und das hat mir so sehr geholfen. Da auch nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, liebe Cindy. Und ich schaue sie auch so gern. Da fühle ich mich auch sehr, sehr wohl und sehr, sehr heimisch, wenn ich ihre Videos schaue. Und ja, sehr sympathisch, diese Frau. Wenn ich mal etwas Zeit habe, dann gucke ich mir die liebe Nadine an. Moldavid, das ist eine Frau, die macht Videos von teilweise 2 Stunden hier auf YouTube, wo sie nicht nur ihren DM-Haul vorstellt, sondern sich auch wirklich live vor der Kamera schminkt, also quasi ungeschnitten das Ganze dann auch zeigt. Und das finde ich bemerkenswert. Also die gucke ich richtig gerne. Selbstverständlich Luisa Creschen. Auch von ihr habe ich ja ein Produkt stehen. Nicht nur eins. Genau, das ist eine ganz, 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 ganz fantastische YouTuberin, die halt auch gerne diese klassischen Sachen Drogerie versus High-End gemacht hat, die so viele Tests macht. Meine Güte, was diese Frau sich alle auf ihr Gesicht klatscht. Also Hut ab an dieser Stelle. Es ist wirklich großartig und eine coole, coole Frau. Eine YouTuberin, die ich sehr, sehr gerne schaue, wenn es um High-End geht, ist die liebe Alena vom Kanal Ala Alena. Jemanden, den ich auch im Bereich High-End sehr, sehr gerne gucke, ist die liebe Marie vom oder Mary vom Kanal Fräulein T. Denn ja, sie macht wirklich, wirklich so Langzeittests, auch von Foundations. Sie zeigt verschiedene Looks, macht sich unfassbar viel Arbeit und ja, präsentiert die Paletten echt klasse. So dass sie für mich auch echt ein Indikator ist, Produkte gegebenenfalls nachzukaufen. Und ja, deswegen kann ich sie auch wirklich auf diesem Wege wärmstens empfehlen. Wenn ich mal ein bisschen lachen möchte, weil sie einfach großartig ist, Innas Schminktisch. Also die liebe Inna ist einfach so witzig. Sie ist manchmal etwas chaotisch, aber es ist so erfrischend und deswegen schaue ich sie unheimlich gerne. Ein Urgestein, Hatice Schmidt, selbstverständlich, oder? Ich meine, das ist klar. Klar wie Kloßbrühe, dass ich diese Frau an dieser Stelle erwähne. Auch von ihr stehen hier noch ein paar Produkte vor mir, also von daher, da muss ich nicht viel zu sagen. Die Frau gucke ich einfach richtig gerne. Genauso auch Tara, Tamtam Beauty, nee, die heißt eigentlich nur Tamtam hier, ne? Richtig geile Frau, wunderschön, also ich finde sie umwerfend schön. Das ist für mich eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Und sie macht tolle, tolle Videos. Sie schminkt sich schön, sie ist so elegant und so edel und so, ne, trotzdem irgendwie cool. Und das mag ich einfach an ihr. Melli Meloflori, klar, coole Socke, meine Herren. Also die ist sowohl Drogeriemaus als auch High-End-Maus als auch alles dazwischen. Also sie ist wirklich so erfrischend und so fröhlich und so, hi, ich liebe es einfach. Melli, ich schaue dich richtig, richtig gerne. So. Jemand, die jetzt dieses Jahr ganz neu auf YouTube dazugekommen ist, ist die liebe Nicole vom Kanal Unbox Butterfly. Nicole,
geiler Kanalname. Von Anfang an habe ich ihr gesagt, meine Güte, das kann man sich doch niemals merken. Aber irgendwie kann ich es mir dann doch merken, weil ich es einfach so oft schaue. Also eine coole YouTuberin, die halt auch die ganzen YouTube-Boxen. Schön wäre es, wenn es eine YouTube-Box geben würde, oder? Die ganzen Abo-Boxen, Beauty-Boxen öffnet, die ihre Meinung dazu sagt, die die Produkte vorstellt, dann auch sich enorm viel Mühe gibt mit den ganzen Videos. Also das ist echt heftig. Zu jedem, also in den Aufgebraucht-Video macht sie zu jedem Video, dass sie Herzchen vergibt, also quasi wie gut die Produkte wirklich bei ihr gewirkt haben. Und ja, sie macht es wirklich sehr, 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 sehr professionell. Das ist schon sehr cool, was sie da macht. Und wenn ich mal so richtig Rampampam haben will, dann gucke ich mir die Emilia an. Emilia Wohl, auch eine geile Frau. Also, ne, viel zu wenig Abonnenten. Leute, schaut bei ihr vorbei. Das ist eine geile Socke. Die macht richtig Stimmung. Die sagt vollkommen ihre ehrliche Meinung. Also, das ist eine richtige Berliner Schnauze. Und die kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Last but absolutely not least, Natalie vom Kanal Natalie Nordbeauty. So eine schöne, edle Frau. Wahnsinn. Also, das ist so sanftmütig, diese Frau. So edel, so vornehm und, ne, gefällt mir richtig gut. Die empfiehlt dir auch wirklich sinnvolle Produkte, gute Produkte, die die eingehend getestet hat, wo sie lange drüber nachgedacht hat. Und sie bereitet sich auch extrem gut auf ihre Videos vor. Sie macht das nicht wie ich, die sich einfach vor die Kamera setzt und redet, sondern sie hat vorher überlegt, was und wie und überhaupt und sowieso. Und das merkst du richtig in den Videos. Die sind einfach auf den Punkt. Ja, das waren tatsächlich die Kanäle, die Beauty-Kanäle, die ich hauptsächlich schaue. Und ne, das wollte ich einfach nur mal so im Video mit erwähnt haben, weil es für mich einfach mit dazu gehört. So, jetzt gehen wir zu den Schminkfavoriten. Und da gehe ich tatsächlich in der Reihenfolge vor, wie ich mich persönlich schminke. Das heißt, ich starte mit Primer und ich habe versucht, immer ein High-End-Produkt mir rauszusuchen und ein Drogerieprodukt, damit das Ganze auch irgendwie ausgewogen bleibt. Ich stelle dir jetzt einfach mal die Produkte vor. Ich fange an mit dem Primer. Da habe ich auf der Drogerieseite den LOV Love Aura Glow Primer. Der ist einfach wundervoll, Leute. Meine Güte. Der ist, der gibt dir einen Schein, den habe ich heute auch verwendet tatsächlich und macht alles irgendwie wunderschön. Wenn du einfach ein schönes glowy Finish haben möchtest oder eine glowy Base, dass dein Gesicht strahlt und nicht tot matt aussieht oder so, weil ich mag ja gar nicht matt, sieht man kaum, ne? Das ist übrigens mein Silvester-Make-up, wie es funktioniert hat. ja, ne? Fand ich unfassbar gut. Genau, finde ich immer noch unfassbar gut. Verwende ich richtig gerne. Und auf der High-End-Seite, weil er halt einfach ein bisschen teurer ist, habe ich hier von How das Pearl Shine Indigo Child Elixier. Das ist ein toller Primer, der dir noch ein Stückchen mehr Glow gibt, der dir noch mehr Leben gibt. Leute, I love it. Ich mag den Duft, ich mag die Funktionalität, ich mag es, wie er in meinem Gesicht funktioniert und er gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Dann würde ich weitermachen mit Foundation. Da habe ich aus der Drogerie von Maybelline, das habe ich auch heute drauf, Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Make-up. Das ist dieses hier, habe ich in der Farbe 100 Warm Ivory und ja, geiles Zeug. Kann ich aber tatsächlich nur im Winter tragen, weil es ansonsten viel zu blass wäre. Ich habe es im Sommer ja gekauft und probiert und da war ich einfach viel zu hell mit. Jetzt im Winter ist es perfekt, es passt zu meiner Hautfarbe und es ist wirklich so leicht und das ist so schnell im Gesicht und es lässt sich so schön verblenden und es sitzt einfach. Es kriecht nicht in irgendwelche Fältchen, es bleibt da, wo es ist, den ganzen Tag und ist einfach eine wundervolle Geschichte, die ich einfach empfehlen kann. Dann habe ich hier auf der High-End-Seite, ja quasi High-End, günstiges High-End, Zoeva. Meine Güte, ist das eine schöne Foundation. Authentic Skin, das ist auch eine Luminous Foundation, das heißt, auch die gibt dir Strahlkraft, auch die lässt die Haut noch durchscheinen, hat nicht so eine mega krasse Deckkraft und das liebe ich an Foundations. Ich weiß gar nicht, die Farbe ist 050N Beautiful, geil, ne? Also ich liebe sie, ich finde sie klasse, ich kann sie voll empfehlen. Auch die hält, was sie verspricht, sie verschmilzt mit der Haut und sie sitzt einfach perfekt. Im Bereich von Concealern habe ich drei. Da fange ich jetzt erstmal mit dem Concealer von der Drogerie an. Da habe ich Essence Camouflage Plus Concealer Healthy Glow. Habe ich in der Farbe 10 Light Ivory. Ne? Der rutscht mir nicht in die Fältchen. Den habe ich heute auch drauf. Der macht einfach alles gut. Macht es nicht zu extrem, dass er mich jetzt nicht so zu tackern würde. Aber ist einfach, ach, ich habe ihn gerne getragen über das ganze Jahr. Sowohl im Sommer als auch im Winter jetzt. Ne? Gut, ein Produkt, was quasi so ein Zwischending zwischen Drogerie,
Ach Quatsch, der Löscher ist doch nicht High-End. Naja, aber ich habe den Löscher hier trotzdem auch mit drin, ne? Auch wenn er nicht High-End ist, Mensch. Aber warum habe ich ihn hier mit drin? Weil er geil ist. Ich habe gar keinen High-End-Concealer, den ich dir nennen kann, aber das hier ist auf jeden Fall ein Drogerie-Concealer. Naja, auch gut. 03 Fair habe ich als Farbe, ist auch von Maybelline und auch der kriecht nicht in die Fältchen. Ist ein bisschen öselig von der Anwendung, weil dir das Schwämmchen irgendwann zuspackt. Also den musst du wirklich dann benutzen und aufbrauchen, weil ansonsten wird das irgendwann über. Okay, dann habe ich jetzt quasi ja so ein Zwischending zwischen High-End und Drogerie. Das ist von Dr. Pierre Rico Luminex Pair, das 3-in-1 Augen-Treatment, Eye-Treatment. Das gibt es in gar keinen unterschiedlichen Farben, weil es halt eine Augenpflege ist, die eine leichte Tönung mit drin hat. Das fand ich im Sommer einfach richtig geil. Im Winter ist es mir ein bisschen zu wenig, aber im Sommer ultra. Kommen wir nun zum Bereich Puder. Da habe ich im Bereich der Drogerie von Catrice das Nude Illusion Fixing Powder. Ja, es ist ein loses Puder. Und lose Puder mag ich von der Anwendung überhaupt nicht, aber ich mag es einfach vom Finish her. Auch das habe ich heute drauf. Wie gefotoshoppt ist das Gesicht danach und das finde ich einfach klasse. Kann ich empfehlen, ist auch preisgünstig. Dementsprechend kann man sich das dann auch einfach mal austesten und hat da nicht irgendwie direkt Geld investiert in etwas, wo man sagt, ach Mist. Etwas, was ich mir auch heute drüber gegeben habe, ist von Love, das Perfectitude Aura Glow Powder. Das ist dieses hier. Das ist ein schönes gebackenes Puder, was eben nicht nur wundervoll von der Verpackung her aussieht, sondern es hat auch zum einen einen Spiegel mit drin. Es ist hier so mit einem leichten Glow. Geiles Zeug. Das gebe ich mir gerne drüber, wenn ich ein mattierendes Puder aufgegeben habe, um meine Foundation oder meinen Concealer zu setten. Einfach, um nochmal ein bisschen Leben reinzubringen. So, und dann habe ich im High-End-Bereich von Too Faced natürlich Born This Way Translucent Setting Powder. Das ist ein bisschen teurer, deswegen habe ich auch hier nur die Reisegröße mir damals geholt. Aber es ist so wundervoll. Es ist, ach man, es ist ganz, ganz leicht und ganz zart eingefärbt, also nicht ganz weiß. Das heißt, du hast auch wirklich überhaupt keine Probleme, dass du weiße Flecken im Gesicht hast oder Angst haben müsstest, wenn du es unter die Augen gibst, dass du einfach eine zu weiße Augenpartie bekommst oder so. Es ist einfach großartig, grandios. Ich liebe es. Ich finde es wundervoll. Dürfte ich nur noch ein Puder haben, ich würde dieses hier nehmen. Oder das von Manakadar. Wobei, das von Manakadar kriegt man nicht mehr. Deswegen zeige ich es hier nicht. Das ist nämlich ein bisschen frech. Ich habe da so viele von als Backup. Manakadar ist mein absolutes Lieblingspuder. Aber ich kann es ja eigentlich nicht zeigen, weil du kriegst es nirgendwo zu kaufen. Bronzer habe ich ein paar. Genau wie Highlighter. Ja, ich bin da ein bisschen verrückt, ne? Bronzer mag ich sehr gerne, weil ich bin halt so blass und ich möchte gerne noch ein bisschen Leben im Gesicht haben. Den ich heute verwendet habe aus der Drogerie, ist von Physicians Formula der Butter Bronzer. Das ist einfach so ein Good to Go Bronzer, würde ich mal so sagen. Den kannst du einfach immer wieder gut verwenden. Das ist easy peasy. Den kriegst du auch ganz einfach. Leider nur online, aber du kriegst ihn halt hier in Deutschland ganz gut und den kann ich sowohl im Sommer, wenn ich ihn richtig aufbaue, als auch im Winter tragen, wenn ich ihn nur relativ zart verwende. Eigentlich wollte ich nämlich den Love Hatice Schmidt Bronzer zeigen, aber den kriegst du ja nicht mehr, deswegen versuche ich dir hier auch ein paar Alternativen hier zu nennen, aber das hier ist eigentlich mein absoluter Lieblingsbronzer. Ich habe ja auch noch ein Backup, ne? Aber ich versuche ihn mir trotzdem einzuteilen. Naja, auf jeden Fall ist der Butter Bronzer von Physicians Formula ein gutes Ersatzprodukt dafür. Genauso auch von Love, der Love Sun Bronzer in der Farbe 020 Seductive Bronze habe ich den. Also den gibt es auch in verschiedenen Farben, ne? Das ist jetzt meiner, den mag ich auch sehr, sehr gerne, weil er auch schön kühl ist. Und falls du sie damals gekriegt hast, gab es von Rival de Lupiang eine Limited Edition aus der Super Fruits LE. Das ist dieser hier. Wenn du den gekriegt hast, auch das ist ein super Dupe. Von Rossmann halt. Gut, dann habe ich zwei aus dem Bereich High-End. Da habe ich einmal von Tarte Park Ave Princess. Das ist dieser hier. Ach Mensch, ja, ne? Der hat einen zarten Glow mit drin. Ist richtig, richtig schön. Ist ein bisschen dunkler, ein bisschen wärmer. Ja, schöner Sommer-Bronzer bei mir gewesen. Und als Winter-Bronzer habe ich von Too Faced den Milk Chocolate Soleil. Oh, ich will, dass er niemals leer geht, weil er echt teuer ist. Man kriegt ihn blöd geöffnet, muss ich gestehen. Ne? Sieht jetzt auch hier sehr, sehr hell aus, ist er aber auch gar nicht so. Ne? Also bei mir ist er wirklich perfekt jetzt im Winter. Ne? Und er riecht so wundervoll. Nach Schokolade. Aber ich darf ihn nicht essen. Nein, nein.
Darf ich nicht. So, jetzt kommen wir zum Bereich, ja gut, Blush. Blush habe ich einen einzigen. Da habe ich nicht mal einen High-End-Blush, den ich schön finde. Weil bei Blush bin ich immer noch auf der Suche nach dem perfekten Blush. Ja, da finde ich den hier richtig toll, aber das ist eine LE gewesen. Von Rival de Lupien aus der Tropical Heat-Geschichte. Irgendwie, der Blush. Dieser hier. Hat einen leichten Schimmer mit drin. Ist von der Farbe aber so schön. Aber immer wieder, wenn die so Limited Editions haben mit diesen Kästchen, dann schaut mal vorbei, denn da haben die immer Blush und Bronzer und teilweise auch Highlighter, die richtig geil sind und meistens in der gleichen Farbe, ne? Also von den vorigen LEs. Also diesen hier wirst du dann irgendwann nochmal in einer Limited Edition bekommen. Highlighter. Als erstes habe ich eben gesagt, Maxime Giacomo mit Lovia, ne? Die haben eine wundervolle Highlighter-Palette. Just Mint gerade rausgebracht, das heißt noch nicht allzu sehr verwendet, aber ich liebe die Farben. Ich liebe es, dass es so unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten hier gibt und ich liebe es, dass die alle nicht zu rosa sind. Ich freue mich drauf, die weiter verwenden zu können. Das ist so großartig. Ein weiteres Produkt aus dem Bereich Drogerie, aber leider habe ich heute gesehen, dass es die gar nicht mehr gibt, ist von I Heart Revolution die Rose Gold Glow Highlighter Palette oder diese Chocolate Mini Paletten mit Highlighter drin. Voll schade, dass sie den rausgenommen haben, denn der ist großartig. Den trage ich heute auch und ich finde ihn so schön. Schade, dass sie das rausgenommen haben. Ich werde die mir gut einteilen. Ich weiß jetzt nicht, unter welcher Kategorie ich das hier einteilen soll. Das ist der Highlighter von Luisa Crashen, der Crash-Highlighter Christine. Darf ich vorstellen? Christine. Es ist ein loser Highlighter, welcher mit einem Schwämmchen oder mit einem Netz quasi hier drin ist, wo du vorsichtig mit dem Pinsel reingehst und direkt ein Kabäm im Gesicht hast. Der kam jetzt Just Mint gerade auch raus und ich finde ihn wundervoll. Ich finde ihn richtig, richtig toll und ich kann ihn euch irre ans Herz legen. Kriegst du auf Amazon oder bei Luisa Crashen im Shop. Ja, lose Highlighter waren sowieso vollkommen mein Highlight dieses Jahr. Annabelle Minerals hat auch einen wundervollen Diamond Glow mineralischen Highlighter rausgebracht. Und von Uoga Uoga hatte ich auch einen richtig tollen Glam of Lights Highlighter mal in einer Box mit drin. Lose Highlighter fand ich dieses Jahr sowieso total klasse, weil die so extrem Pigment abgeben und einfach, du machst sie drauf und sie sind da. Ich mag lose Highlighter sehr gerne. Ja, so kann man das sagen. All-Time Favorite von Becca habe ich hier in der Farbe Moonstone. Ich habe aber noch weitere Töne in Paletten tatsächlich mit drin. Aber den Moonstone finde ich persönlich vom Ton her am schönsten. Den habe ich jetzt noch gar nicht so oft verwendet, muss ich aber mal verwenden. Aber ich traue mich nicht dran, weil er so klein ist. Aber ich habe mir extra nur so eine kleine Größe geholt. Trotzdem, ne? Geiles Produkt. Ich finde die Becca Highlighter von der Qualität her nach wie vor mit am besten und die sind einfach ihr Geld wert. Ne? Und wenn du halt die Highlighter holst von Becca, kann ich dir empfehlen, dir die kleinen zu holen, weil die sind trotzdem doch genauso schön und bis man mal einen Highlighter aufgebraucht hat, Leute, das dauert ewig. Eine Face-Palette, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, ist auch aus dem Standardsortiment von Essence, aber ich glaube, die geht jetzt auch bald raus. Glaube ich, weiß ich aber nicht. Oder sind nur die Superfruit-Sachen, die Sachen, die rausgehen, ich weiß es nicht. Hey Cheeks! Ich meine, ne, das ist einmal wirklich Blush Bronzer Highlighter in einem, fand ich richtig klasse, habe ich im Sommer gerne verwendet, wenn ich ein schnelles Make-up gezaubert habe und nicht viel Tamtam machen wollte, sondern einfach Druff damit. Da habe ich hauptsächlich diesen Bronzer und den Blush verwendet und natürlich den Highlighter. Da sind wir schon bei der Königsdisziplin schon, sagte sie und redete schon seit Stunden gefühlt. Ja, Lidschattenpaletten, ne? Da gehen wir doch zuerst mal zur Drogerie. Da habe ich natürlich Love und Hatice Schmidt. Diese Lidschattenpalette ist der Hit. Das hat sich gereimt, Leute. Gibt es tatsächlich auch immer noch zu kaufen bei Love auf der Homepage. Huch, tolle Töne. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, du kannst sowohl dezente Looks als auch krasse Looks damit schminken. Du kannst da einfach Freude mit haben. Max Factor, also das ist ja wirklich, ne, großartig. Die habe ich geschickt bekommen von der lieben Suna als Herzensempfehlung von ihr. Und das ist die Masterpiece Nudes Palette. Rose Nudes 03 ist die Farbe. Und das ist einfach so im Sommer meine, wenn ich mich mal eben kurz schminke, Palette gewesen. Also da musste ich nur zwei Töne verwenden. Da habe ich oft einfach diesen hellen Ton verwendet und diesen Taubton. Den Taubton habe ich mir einfach in die Lidfalte gegeben und den Ton habe ich mir einfach auf das bewegliche Lid gegeben. Fertig. Easy. Richtig easy und schnell und fertig und günstig. Volle Empfehlung von mir. Gute Qualität für einen angenehmen Preis und das ist auch, ich glaube, die einzige
Lidschattenpalette, die ich habe, mit länglichen Fännchen. Ansonsten hasse ich längliche Fännchen. Natürlich, wie eben schon angekündigt, 1991 BH Cosmetics. Eigentlich könnte ich dir alle BH Cosmetics Paletten zeigen, weil sie qualitativ Bombe sind. Wirklich. Und auch vom Preis her immer passend, ne? Das ist diese hier mit den Duochromes, ich meine, ne? Hat sie jetzt Richtung Halloween rausgebracht. Ich liebe diese Farbe, diese Palette. Ich freue mich drauf, sie noch jahrelang verwenden zu können. Sie ist einfach klasse. Also da hat Ellie echt was ganz Großartiges gemacht. Dann habe ich hier zwei High-End-Paletten, die ich zeigen möchte. Selbstverständlich Too Faced Sweet Peach. Ne? Ist klar, oder? Ja, mag ich richtig gerne. Die kannst du noch ein bisschen besser verwenden als die Dark Chocolate Palette, die ich auch habe. Die hier kannst du einfach sowohl im Alltag super verwenden, auch da wieder ganz normal, easy peasy. Nimmst du diesen Ton in die Lidfalte und den Ton aufs bewegliche Lid, fertig. Oder du machst es ein bisschen knalliger, bunter, dass du hier auch in die dunkleren Töne gehst oder hier in das Grün. Ach, das ist so viele Kombinationen, die diese Palette liefert und ich mag einfach diese Metallverpackung richtig gerne. Nö, und ich mag Too Faced und ich mag das Ganze drumherum. So, dann habe ich hier eine Anastasia Beverly Hills Palette, die Soft Glam, die finde ich richtig toll. Das ist von den Paletten von Anastasia, die ich habe, meine absolute Lieblingspalette, weil sie einfach auch wirklich einen Soft Glam gibt. Das heißt, ne, sie ist nicht zu intensiv, aber sie ist jetzt auch nicht so Larifari, ne? Also die macht schon viel. Ist von den Farben sehr, 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 sehr zu vergleichen mit der Max Factor Palette tatsächlich. Ne? Da hast du viele von den Tönen, die in der Palette drin sind, hier auch mit drin. Aber die Qualität dieser Palette ist nochmal eine Schippe drauf. Fertig sind wir mit der Königsdisziplin, gehen wir weiter zu den Augenbrauen, was für mich dieses Jahr so eine kleine Lernphase war. Wenn ich mich so an letztes Jahr oder den Anfang dieses Jahres erinnere, ich mochte keine Augenbrauenprodukte. Ich war da kein Fan von. Ich habe Stunden gebraucht, um mir Augenbrauen zu machen, bis ich irgendwann mal meinen Stil gefunden habe und gesagt habe, ey Claudi, ganz ehrlich, du brauchst keine Instabrow. Brauchst du nicht. Mach's nicht. Und da habe ich zwei Augenbrauenstifte, die ich einfach liebe, die ich großartig finde. Das ist einmal von Dr. Pierre Ricot, dieser Augenbrauenstift in der Farbe Hellbraun. Und genau von dem gleichen Stil her, Farbe Date with Ashton, trage ich heute auch, ist der von Catrice, ne? Das ist ja der Klassiker, den man so kennt, aber alle beide richtig klasse. Zum Fixieren meiner Augenbrauen habe ich grundsätzlich genommen, außer wenn ich wie heute einen Full-Face-Drogerie geschminkt habe, den Benefit 24 Hours Brow Setter. Das ist dieser hier. Das ist so ein durchsichtiges Gel. Das hatten wir zuhauf in Boxen, Adventskalendern und so weiter drin. Das heißt, ich musste ihn nie nachkaufen. Hätte ich aber tatsächlich mal irgendwann gemacht. Als ich mein Herzinfarkt-Paket damals bekommen habe, hatte ich ihn mit drin das erste Mal, habe ihn da dann auch verwendet und seitdem lieben gelernt. Und ja, ne? Jetzt ist er immer wieder auf meinem Schminktisch und ist auch gar nicht mehr wegzudenken. So, jetzt sind wir bei Setting Sprays angekommen. Und da habe ich einmal hier ein Produkt, was wahrscheinlich nicht mehr im Sortiment enthalten sein wird, von 183 Days bei Trend It Up Fix and Summer Glow Finish Spray. Das hat einen zarten, süßen Duft. Richtig toll. Ich mag die Optik übrigens auch. Und es verleiht auch einen leichten Glow. Es hat ganz, 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 ganz zarte Schimmerpigmente mit drin. Und es macht vieles, vieles schön. Und es macht das Make-up vor allem auch echt haltbar. Ein weiteres Produkt aus der Drogerie, was es aber noch gibt, ist von Revolution das Glow Fix Illuminating Fixing Spray. Das finde ich auch super, ne? Weil es halt auch entsprechend Glow ins Gesicht gibt. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Also ich habe sehr, sehr viele Glow-Produkte heute verwendet tatsächlich. Deswegen glow ich auch wie eine Disco-Kugel. Aber das wollte ich ja. Es ist ja Silvester-Make-up-Tutorial gewesen. Genau. Hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich auch drauf, das weiter zu verwenden. So, und aus dem Bereich, High-End, habe ich hier von How Cosmetics das Indigo Child Setting Skin Perfector Spray. Das schaut so aus und wenn man es schüttelt, kommen da die Schimmerpigmente rein. Oh. Das ist total schön, ne? Das hat nämlich so einen richtig zarten Glow. Das hat überhaupt gar keine groben Glitzerpartikel, sondern diesen Hauch von Glitzer, von Schimmer, von Schein und ja, das finde ich tatsächlich noch besser als die anderen beiden. Nicht nur, weil die Verpackung hier aus Glas besteht und nicht aus Plastik wie bei den anderen beiden, sondern weil es auch einfach von der Haltbarkeit richtig toll ist und dein Gesicht wieder zum Leben erwecken kann und mir einfach auch von der Verpackung her irre gut gefällt. So. Zwei Eyeliner, die ich sehr, sehr gerne mag. Das sind diese beiden hier. Also grundsätzlich sind es bei mir Filz-Eyeliner. Ich komme nicht mit Gel-Eyelinern oder mit Dip-Eyelinern klar, sondern wirklich nur mit solchen Filz-Eyelinern. Da habe ich hier einmal, den habe ich auch heute verwendet, von Manhattan, den Wonder Wing Eyeliner
and Stamp. Das ist dieser hier, den setzt du dir am Außenwinkel an, stempelst ihn an und ziehst ihn durch. Richtig geiles Zeug, ein Alltagshelfer vor dem Herrn. Und Alltime Favorite Trended Up Ultraschein Eyeliner Pen Waterproof. Ne? Preis-Leistung ist hier einfach top und ich kann es euch wärmstens empfehlen. So, jetzt kommen wir zur Mascara. Da habe ich einige aus dem Bereich Drogerie und auch welche von High-End. Okay, ich fange an mit der Drogerie. L'Oreal Paradise Ecstatic, das ist auch wirklich so ein All-Time-Favorite. Benutze ich sehr, sehr gerne. Macht einen schönen Schwung in die Wimpern. Ich mag es ja ganz gerne, wenn die auch minimal verkleben. Dementsprechend, ne, ist das mein Freund. Die trage ich heute. Das ist von L'Oreal die Miss Manga Mega Volume Mascara. Die habt ihr mir empfohlen. Die finde ich wundervoll. Auch die verklebt ein bisschen die Wimpern. Ist sehr, sehr vergleichbar mit dieser hier. Also die sind sehr vergleichbar. Vom Finish auf jeden Fall. Vom Bürstchen her sind die sehr unterschiedlich. Das ist eine Kegelbürste. Und das ist so eine vorne dick, in der Mitte schmal, hinten dick. Und eine Mascara, die quasi meine Lieblingsmascara von Catrice abgelöst hat. Aber... naja, das ist auch die Glam & Doll, ne? Aber halt, die deine Wimpern auch zum Wachsen bringt. Also die soll auch so ein Wachstumsserum mit drin haben. Und das hier ist tatsächlich mit einem Gummibürstchen. Ich mag eigentlich tatsächlich lieber Gummibürstchen als Kunsthaarbürstchen. Auch wenn 4 von den 5 Mascaren, die ich dir jetzt gerade zeige, aus Kunsthaarbürstchen bestehen und nicht aus Gummibürstchen. Aber das hier ist auch so eine schöne, die macht dir sehr tolle Alltagswimpern, sehr definierte und lange Wimpern. Ja. Und sie lässt halt angeblich die Wimpern auch noch wachsen. Das fand ich auch sehr praktisch. Und die beiden, die ich dir aus dem Bereich High-End zeige, das ist jetzt auch irgendwie kein Geheimnis, also kein Wunder, dass ich dir die zeige. Too Faced, da habe ich einmal die Better Than Sex Mascara. Das ist auch wieder sehr, sehr vergleichbar mit der L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara. Und die Damn Girl Mascara, wobei ich die Damn Girl Mascara noch ein bisschen besser finde. Ja, deswegen... geile, geile Produkte, die vor allem bei mir auch nicht abstempeln oder sonst irgendwas machen. Das machen alle 5 Mascaren nicht. Also lange Haltbarkeit, lassen sich aber trotzdem angenehm von den Wimpern nehmen, wenn du sie abschminkst. Ein paar Beauty-Tools habe ich noch, die ich dir zeigen möchte. Eigentlich fehlt in diesem Bunde noch ein Schwamm und zwar ist es der von Louisa Creschen. Aber der ist wohl irgendwie gerade in der Waschmaschine und die Waschmaschine läuft immer noch. Das ist dieser riesengroße Schwamm. Ja. Den sie rausgebracht hat, der Oshi. Kann ich dir auch mal unten in der Infobox verlinken. Sie hat mittlerweile auch eine neue Version davon rausgebracht. Und ja, ne? Ich finde den von ihr super und ich entferne gerade aus dem Real Techniques Schwämmchen ein Härchen von Sammy, weil immer wenn ich die Beauty-Schwämmchen in den Trockner schmeiße, verirren sich Haare von Sammy rein. Okay, das ist natürlich der Klassiker von Real Techniques. Ich finde den so schön, so weich. Ich finde den einfach großartig. Der macht einfach, was er soll und der macht einen ganz, ganz tollen Job. Kann ich dir voll empfehlen. Und dann habe ich hier noch diesen hier exemplarisch für die Amber Beauty Schwämmchen. Auch der super, super soft. Richtig, richtig toll. Und auch der wächst, wenn er halt nass gemacht wird. Und er verblendet dir richtig schön die ganze Geschichte im Gesicht. Kann ich dir voll und ganz empfehlen. Dann habe ich noch ein paar Pinsel, wo ich dir wahrscheinlich eher so die ganzen Sets empfehlen werde. Einmal Real Techniques, überhaupt die Pinsel, die sind großartig, tolle Qualität. Die haben so, so Special Pinsel rausgebracht, finde ich. Also das ist hier dieser Setting Brush, oder nee, Deluxe Crease Brush, genau. Damit kannst du sowohl deine Lizetten als auch hier deine Crease schon mal ziehen. Also der ist so toll und die ganzen Sets von denen sind wirklich toll. Dann habe ich hier von Ducare, das ist so eine Eigenmarke von Amazon, dieses Pinselset, das sind die, die halt hier so einen Silberstiel haben, der ins Lilane geht und dann wieder ins Silberne. Die sind auch wirklich gut von der Qualität und das Pinselset kostet echt nicht die Welt. Das kann man sich definitiv als, ja, jemand, der vielleicht Pinsel haben möchte, sie schaut rüber und sah einfach 100, 500 Pinsel neben sich. ja, als jemand, der gerne Pinsel mag und Pinsel verwenden möchte, kann man sich das auf jeden Fall anschauen, weil die halt auch Pinsel drin haben im Set, die man wirklich braucht und nicht so, brauche ich nicht Pinsel, genau. Auch ein Pinselset, was ich sehr empfehlen kann, ist das von Batik. Leider gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Hier habe ich jetzt den Blenderpinsel und ja, in diesem Video wird tatsächlich auch ein komplettes Pinselset von Batik verlost. Das habe ich für euch noch ergattern können. Das sind diese 5 verschiedenen Pinsel aus dem Pinselset von Batik. Genau, das wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Ist nichts Wildes. Schau einfach mal vorbei. Beziehungsweise schreib mir einfach deine Jahresfavoriten oder 2 Jahresfavoriten, 3 Jahresfavoriten, irgendwelche Favoriten von dir unten in die Kommentare. Genau. Ja.
Ja, das machen wir als Videoaufgabe. Ne? Ich glaube, das ist gut, weil du das jetzt bis hierhin geguckt hast und dann muss es ja auch supported werden. So, Luvia Prime Vegan Pinselset. Mega geil. Die haben auch so schöne Pinsel. Das Pinselset habe ich auch schon verlost. Das habe ich dir auch in meinen Sommerfavoriten vorgestellt. Die Pinsel sind weich, die sind haltbar. Die sind vielfältig, weil du so viele verschiedene in diesem Pinselset mit drin hast, die du einfach benutzen kannst. Ich finde es großartig. Ich mag die Pinsel. Ich finde sie toll. Ich kann sie dir empfehlen. Jahresfavorit. Pinsel, die ich auch super klasse finde, sind die aus den Essence Limited Editions. Die hole ich mir immer wieder gerne. Hier habe ich jetzt dieses hier, ne? Das ist einfach so exemplarisch mal einer. Ja, also diese Puderpinsel, die rausbringen, finde ich großartig. Damit mache ich alles. Damit mache ich Puder, Blush, Bronzer und sogar Highlighter. Und wenn es ganz wild läuft, mache ich sogar meine Lidfalte und mein Auge damit. Damit kann ich mein ganzes Gesicht schminken, Leute. Ja, finde ich einfach klasse. Ich mag die Essence-Pinsel, weil sie qualitativ vollkommen mit hohen Marken mithalten können. Sie sind weich, sie sind toll, sie sind anhaltend. Also wenn ich sie auch jetzt schon, ich glaube, diesen Pinsel habe ich schon 30 Mal gewaschen. Wenn man sie öfters wäscht, die gehen nicht alle auseinander oder sonst irgendwas, gehen nicht kaputt, die bleiben, die Haare reißen nicht raus und so weiter. Also das sind tolle Pinsel, gute Pinsel. Und Pinsel, die ich jetzt vor allem so in der Winterzeit kennenlernen durfte, sind die von Morphe. Die kannte ich ja vorher nicht, ne? Da habe ich mir hier diese Morphe Surprise Bag geholt und da war auch dieser Pinsel mit drin. Die finde ich auch total super, beziehungsweise an manche Pinsel muss ich mich noch etwas rantasten, aber diesen hier finde ich auch sehr, sehr schön. Den mochte ich richtig gerne. Es ist auch so ein klassischer Allrounder-Pinsel, den du als Puder, Blush, Bronzer, Highlighter-Pinsel nehmen kannst, Augenpinsel. Das ist die R14, finde ich richtig klasse. Und Morphe-Pinsel gefallen mir. Wusste ich vorher nicht, wie gut ich die finde. Genau. Und ein absoluter Helfer und Lebenserleichterer ist dieses Produkt. Das ist von Catrice, der Quick and Easy Brush Cleanser Put. Meine Herren, ist das geil. Da musst du nur vorsichtig mit umgehen. Also hier hast du so ein Schwämmchen drin, ne? Den gleichen habe ich auch von BH Cosmetics. Der von BH Cosmetics ist, glaube ich, grobporiger. Genau, der hier ist jetzt etwas weicher. Wenn du die Pinsel damit, also du kannst quasi, wenn du dein Augen-Make-up schminkst, dein ganzes Augen-Make-up mit nur einem Pinsel schminken, weil du immer mit diesem Pinsel wieder hier reingehst, um das Pigment abzunehmen von deinem Pinsel. Damit du quasi nicht allzu sehr die Farben auf deinem Auge vermischt. Du musst nur aufpassen, dass du da nicht zu intensiv reingehst, weil wenn du einen qualitativ minderwertigen Pinsel hast, dann reißt er dir einfach mal die Härchen aus. Ne? Erstmal vorsichtig probieren und dann kannst du das auch öfters verwenden. Ich verwende das bei jedem Augenlook tatsächlich und habe das hier immer liegen. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zu der letzten Kategorie und das sind Lippen. Da habe ich aus der Drogerie, natürlich, das musste sein, von Trend It Up Soft Color Butter Pen, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Den hatte ich, glaube ich, irgendwann mal im Adventskalender oder so mit drin und ich habe den auch mal irgendwann gesucht. Das ist wirklich ganz toll, so zum Hochdrehen einer habe ich jetzt bei meinen kompletten Adventskalender-Unboxing-Videos getragen. Ne? Der ist toll, der hält dir an, der macht einen Schein, der ist wirklich großartig, aber ich glaube, man kriegt ihn nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Und aus dem Bereich High-End habe ich diese zwei Schätze. Das ist einmal von Too Faced, der Lip Gloss, Comfort Lip Glaze in der Farbe Grin and Bear It. Den finde ich einfach total super. Wenn du den über einem nudefarbenen Lippenstift aufträgst, ist aus dieser Tutti Frutti Reihe und hatte ich in einem Set mit drin. Ja, den kannst du aber auch einzeln kaufen, genau. Ne? Oder du trägst ihn solo. Kannst du machen, wie du willst. Den habe ich jetzt hier eben auch einfach mal drüber gegeben, aber ich habe ihn sehr unsauber drüber gegeben, sehe ich gerade. Und von NARS habe ich diesen wunderschönen Lippenstift, den habe ich in einem Adventskalender drin gehabt. Das ist der Velvet Matte Lip Pencil in der Farbe Intriguing, glaube ich. Das ist auf jeden Fall so ein richtig schönes Nude. Und den kriege ich nicht richtig angespitzt. Da muss ich mir noch einen richtigen Spitzer für holen. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt tatsächlich meine kompletten Beauty-Jahresfavoriten von 2019. Das Jahr 2019 war für mich gut, ne? Sowohl im privaten, als auch im beruflichen, als auch hier bei YouTube. Es hat alles super funktioniert und irgendwie, ich werde mit einem Lächeln auf 2019 zurückgucken und sagen, ja, dieses Jahrzehnt habe ich wundervoll abgeschlossen und wenn ich dann ins nächste Jahrzehnt 2020 starte, vielleicht wird es noch besser. Man weiß nicht, was da so kommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, und ich hoffe, dass es dir irgendwie mindestens genauso gegangen ist und dass du 2019 auch mit einem Lächeln verlassen kannst und sei es, weil du sagen kannst, endlich ist das Jahr vorbei. Das ist ja jedem irgendwie, ne, man weiß es nicht. Ich hoffe aber, dass du es positiv verlassen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020, ins neue Jahrzehnt und hoffe, dass du gut reinkommst. Und falls du das jetzt schon 2020 guckst, wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und dass das Jahr 2020 für dich mindestens genauso wundervoll wird, wie du es dir wünschst. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Ich muss erstmal durchatmen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.